Und wieder einmal heißt es einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Tag und eine herrliche Nacht. Und ja, irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, und damit die Frage wie immer. Wo stehen diese Bäume? Ja, ich glaube, es gibt hier in Stuttgart ganz wenig Stellen, wo ich hier irgendwie keine Bäume auf dem Video habe. Hm, tja, außer vielleicht im Stadtwald. Oh, oh, oh. Ja, aber jetzt erstmal und ab ins Video. Plakatieren verboten am Zaun. Wird auch mal wieder Zeit, nach 8 Stunden Schlaf, mal wieder was zu tun. Ja, zum Beispiel ein Motovlog aufzunehmen. Und da sind wir heute schon beim Thema, nämlich Positivrassismus. Nun, wir kennen ja alle, was sozusagen Negativrassismus ist. Das ja, wissen wir alle, entweder aus eigener Erfahrung oder aus eigener Erfahrung. Positivrassismus, nun ja, also, oder Positivvorurteile, da sind wir mal ganz schnell so bei unserer Lieblingsvolksgruppe, den, ja, wie bezeichnet man sie? Farbige, schwarze, böses N-Wort oder keine Ahnung was, weiß man wirklich manchmal gar nicht, wie man sagen soll. Naja, ihr wisst, was ich meine. Man sagt ja so, ja, die Herren vom Kontinent südlich von Europa haben ja unheimlich lange Penisse. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Oder eben, dass Latinos oder Spanier unheimlich tanzen können. Ja, Wahnsinn. Das ist auch so ein richtiges Vorurteil. Alle Latinos, oh, die können tanzen. Jo, Wahnsinn. Ja, alle Deutschen, die können Brot backen wie die Weltmeister. Ja, alle, wohlgemerkt. Nicht nur die Bäcker, alle. Die Italiener, ja, die Italiener, die sind ja so nah an Afrika. Die kamen ja bei der EU auf die lustige Idee, wir möchten, dass die Kondome länger werden. Also als es darum ging damals, wie lang das Durchschnittskondom in seiner maximalen Gebrauchslänge ist. Naja, die Italiener sagten, wir hätten gerne 16,5 cm, glaube ich so ungefähr. Und naja, die EU-Norm war bei 16. Naja, man macht ja auch manchmal so selber seine Erfahrungen. Gut, als Deutscher in Deutschland vielleicht nicht so, aber als ja, Nicht-Deutscher in Deutschland auf jeden Fall. Bei mir zum Beispiel war das, als ich Ausbildung gemacht habe, da ging es um Drahtbiegen. Ja, Draht mit der Zange biegen, boah, stellt man sich ja jetzt nicht so kompliziert vor, aber mein Chef war ja in gewisser Weise, keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss, begeistert von mir. Und da meinte der, ach ja, so bei der Weihnachtsfeier, der Herr Motoyama, das ist ja Wahnsinn, wie der geschickt den Draht da zurechtbiegt. Und ja, das mit diesen Fingern und den Händen und den Zangen, ja Wahnsinn, wie der das macht, das ist ja ganz klar, so können das nur die Japaner. Wie? Was? Ja klar, bloß weil ich japanische Gene in mir trage, ist das natürlich ganz selbstverständlich. Neulich kommt der Arbeitskollege im Pausenraum und rührt sich hier so einen grünen Tee an, also so einen richtigen grünen Pulvertee. Und hat dann so, naja, sieht aus wie so ein ja, Rasierpinsel, hat er dabei, um den Tee durchzurühren. Und ja, auch das müsstest du ja eigentlich kennen. Ja klar, logisch, ich habe nichts Besseres zu tun, als jeden Tag hier meinen grünen Tee reinzuschlürfen. Logisch. Ja, wenn er das machen will, dann kann er das ja machen, aber bloß weil ich Halbjapaner bin, muss ich ja nicht ständig irgendwie der japanischen Kultur huldigen. Ja, also ist das, finde ich, einfach mal total bescheuert. Warum zum Fick sollte ich das kennen? Ja, okay, ich meine, ich habe es mal irgendwo auf dem Foto gesehen, aber wirklich benutzt habe ich es noch nie. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so Pulvertee getrunken, so grün. So viel zum Thema. Du bist voll japanisch, ey, krass, voll, Alter. Ja. Das ist dann halt schon so irgendwie Positivrassismus, so, ja. Ah, ja, als Japaner, ja, ganz klar, ja. Du kannst ja auch im Schlaf kannst du irgendwelche Origami-Pelikane falten. Ja, logisch, ne? Schokolade. Gut, mit Stäbchen kann ich essen. So, weil du Japaner bist, wirst du doch sicherlich das und das können. Warum? Und dann kam der Wertekollege auch noch
mit seiner Geschichte. Oh ja, und sein Takoyaki Küchenmesser, Fischküchenmesser, das ist ja so toll und ja, und dann hat er noch so und so Küchenmesser und ich dachte mir, wieso? Und er meinte ja natürlich auch wieder, ich muss es kennen, weil ich bin ja Japaner, logisch. Ich bin hier ja der inoffizielle Sushi-Weltmeister von Baden-Württemberg, ne? Also das ist dann halt echt so richtig blödes Geschwätz. So, weil du Japaner bist, musstest du es ja eigentlich kennen. Ja, logisch. Und weil er Deutscher ist, ja, da weiß man keine Ahnung was. Ja, hier bitte politisch völlig unkorrektes Beispiel einfügen. Das ist doch ja wirklich positiv Rassismus. Das finde ich dann halt auch irgendwie blöd, ne? Was sollst du da sagen? Nazi ist er ja deswegen nicht, ne? Sonst würde er ja was Negatives sagen. Aber das ist dann halt auch so, ja, ein Nazi, da weißt du wenigstens, der redet halt, ja, weil man ihm gesagt hast, dass die und die Leute halt schlecht sind für das arische Volk, wobei die Arier ja gar nicht aus Deutschland kommen oder so. Das weiß der Nazi jetzt aber auch nur, weil ihm das jemand so erzählt hat. Und er glaubt daran, weil das ihm halt so beigebracht wurde. Aber wenn du jetzt quasi einfach mal einen Menschen so nimmst, ohne irgendwelche faschistische Kenntnisse, dann ist ein Mensch eigentlich nicht wirklich so von Grund auf faschistisch. Und von dem her ist dann halt eigentlich so jemand, der so positiv rassistisch ist, schon irgendwo ein bisschen dämlicher, sag ich mal. Weil er halt einfach den Scheiß glaubt. Und weil der Scheiß eigentlich von ihm selber kommt. Er meint es im Guten so, ja, die Japaner, die können alle auswendig ihre Küchenmesser benennen. Auch wenn sie nie in der Küche stehen. Ja, ich bin so ein Mensch, für den ist Essen eher ein Zufall. Und ja, warum sollte ich deswegen dann irgendwelche blöden Küchenmessernamen kennen? Das ist dann halt so eben, er hat diese Meinung sich selbst gebildet, dass ich es wissen müsste, wie dieses Küchenmesser heißt. Nur ist er da ja voll auf dem Holzweg. Also ein Nazi, der ist von außen quasi zu dem gemacht worden. Aber so ein Positivrassist, der hat sich schon eher ja, seine eigene Meinung gebildet, weil es wird ja wohl keiner irgendwie sagen, alle Japaner wissen, wie die Küchenmesser heißen. Also gebe Obacht. Nee, aber es gibt genügend Nazis, die sagen, die Juden, die, was weiß ich, die machen das und das. Und ja, die Moslems so und so. Ja, also von dem her muss man sagen, so Rassismus, der von außen kommt, der ist ja insofern anders, weil er halt den Leuten beigebracht wurde. Den haben die sich ja nicht unbedingt selber gebildet. Also von dem her würde ich sagen, Negativrassismus ist halt schon quasi eine Bildung, wenn auch eine, naja, eher negative, sag ich mal. Nur so ein bisschen negativ kann man schon sagen, ist diese. Aber, also Negativrassismus und Positivrassismus hingegen ist eine, ja, hausgemachte Dummheit. Wo ist hier die nächste Tankstelle? Die sind alle toll, die Japaner. Jo, die haben alle lange Penisse und können tanzen wie die Weltmeister. Nur Humbug. Ja, ist das schönes Herbstlaub. Weil ist halt so, ne? Also ja, das mit dem Rassismus, das lassen wir am besten sein, egal in welcher Art und Weise, ob das jetzt positiv oder negativ Rassismus ist, weil es kommt eigentlich immer schlecht an. Muss ich sagen. Also wenn jemand sagt, ja, die Japaner, ja, die, oh, das ist, die sind so toll, die sind so geil, ah, oh, ich wünschte, ich wäre auch ein, was auch immer. Ja, also positiv oder negativ Rassismus, ich sag's euch Leute, lasst es bleiben. Wenn ihr euch irgendwo bei jemandem einschleiben wollt oder so, ja, bringt nichts. Auch ja, ich war neulich in Schweden, hinter der Grenze, zack, eine Horde nackter Blondinen und ah, oh, geile Weiber, sag ich euch. Ja, habe ich zumindest mal gehört, ja. Von Helge Schneider in einer seiner Hörspiele. Naja. Und mit diesen Worten dann erst einmal ein Schritt in den zweiten Teil. Das gute Shell-Benzin schmeckt viel besser. Eine sprengstoffsichere Vespertasche. Oh, Dreckskack. Gestern, also neulich, je nachdem wie es mit dem Video veröffentlichen läuft, bin ich da
naja, ein bisschen dämlich gefahren. Also dämlicher als sonst. Und zwar folgendes. Ich wollte zum Verein fahren und ja, eigentlich eine total unwichtige Fahrt. So überhaupt keine Notwendigkeit, sich da groß zu beeilen oder irgendwie sein Leben zu riskieren. Nein, absolut triviale Fahrt. Was mache ich? Ich meine, unbedingt irgend so einen doofen LKW überholen zu müssen. Ja, schön. Dumm nur, dass da vorne auf der anderen Seite der Kreuzung, ja, ein bisschen eng ist. Ich also Vollstoff und versucht an den LKW vorbeizukommen, weil Bremsen hätte nichts gebracht. Naja, also ich Vollstoff, boah, vorbei. Gut, es hat funktioniert, ja, dank der Schmalheit meines Motorrades. Gerade mal 80 cm, wunderhübsch. Und ja, also muss ich sagen, da hat mir mein Motorrad mit seinen 80 cm lächerlicher Breite doch wirklich den Arsch gerettet, weil ich ja nicht hängen geblieben bin. Der Lenker ist 74 cm breit. Und ja, ich weiß, illegal. Und auch sehr gefährlich. Also wenn ich da wirklich entweder ein breiteres Motorrad gehabt hätte oder langsamer gewesen wäre, sprich, was weiß ich, da hätte ja schon gereicht, wenn ich einen Meter langsamer gewesen wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich echt irgendwie entweder am LKW oder an dieser Betonwand hängen geblieben. Dann hätte es mich da voll verspult. Ich wäre wahrscheinlich unter einen LKW geraten, mein Motorrad kaputt gewesen. Keine Ahnung was. Knie gebrochen, Schulter kaputt. Und zu guter Letzt wäre mir dann noch das Vorderrad über den Schädel gefahren. Und ich wäre, naja, entweder schwer behindert oder gleich tot gewesen. Scheiße war's. Echt. Das ist mir hinterher erst bewusst geworden. Und ja, da kam ich dann so echt so in den Gedanken, soll es das gewesen sein? Also, für irgend so eine dämliche Fahrt quasi das Leben riskieren und dann LKW zermatscht werden oder in den Rollstuhl geschickt? Das kann es ja wohl nicht sein. Und was mir ja dann eigentlich noch mehr leid tun würde, mein Vater ist ja inzwischen schon gestorben, aber meine Mutter, ich meine, wie erkläre ich das meiner Mutter? Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen im Straßenverkehr. Ich bin tot. Das kann es aber nicht sein. Ich meine, wozu hat die Mutter gesagt, ja, okay, dann fahr Motorrad, ist ja groß. Sie hat gesagt, fahr Motorrad und sie hat nicht gesagt, ja, dann geh sterben, du bist groß genug. Hm? Und ja, wenn man jetzt ans Jenseits glauben möchte, glaubst du, mein Vater guckt doof, ey. Wenn ich sage, guck, da bin ich, das sagt mir erstmal, bist du dumm? Bist du dumm, jetzt schon da zu sein? Du bist zu früh? Ich meine, ich vertrete halt schon so die Meinung, man sollte als Kind seine, also jetzt nicht absichtlich, man sollte halt schon als Kind die Eltern zu Grabe tragen und nicht die Eltern das Kind, weil das ist echt auch für die Eltern das Schlimmste. Muss ja keiner erklären. Also von dem her, beim Motorradfahren, für irgend so eine Scheißfahrt, da echt hier, für so einen dummen Moment, also das war ja eine Entscheidung von Bruchteilen von Sekunden, ich fahre da jetzt durch. So bescheuert und echt so eine gefährliche Situation, wo du ganz genau weißt, Alter, du hättest jetzt auch mit dem falschen Timing hättest du jetzt echt tot sein können. Und da muss ich dann echt sagen, soll es das dann wirklich gewesen sein? Also, hallo, das kannst du deinem Fahrlehrer auch nicht antun. Und überhaupt. Das so, ja, also ich meine, klar, einem persönlich kann das dann relativ scheißegal sein, weil man ist ja tot. Aber ich meine, ja, ich meine, du hast ja selber schon bestimmt irgendwie mal jemanden zu Grabe getragen. Und wenn nicht, ja, früher oder später erwischt es dich auch. Da stehst du am Grab mit Holz und fragst dich, warum? Warum? Warum so früh? Es ist immer zu früh. Es ist immer nie die richtige Zeit. Okay, bei manchen Leuten wünschen sie es sich, aber das ist ja dann auch die Ausnahme. Ja, aber es ist dann halt echt so, wenn du dann, es weiß ja keiner, ob es wirklich Jenseits gibt, aber alleine so die Vorstellung, du schwebst da irgendwie dann auf Wolke 8
oder 5 oder 13 und oder stehst als Geist daneben bei einer Beerdigung. Und du kannst nicht sagen, Entschuldigung, tut mir leid, ist dumm gelaufen und alles flennt wegen dir, weil du halt einfach mal, ja, Scheiße gebaut hast. Und da möchte ich dann echt mal sagen, manchmal ist es das Richtige, wenn man halt hier nicht, ja, gib Gummi, den Larry raushängen lässt, sondern einfach mal sich zurücknimmt und sagt, Scheiß drauf. Also wenn man da echt wie bekloppt durch die Gegend zischt und sagt, oh, huch, mir ist das Hinterrad weggerutscht. Hallo, ey, überleg mal, wenn dir eben dann doch das Hinterrad wegrutscht und du gegen den Baum zimmerst und du tot bist, naja, das ist für dich persönlich noch das Harmloseste, weil du halt einfach querschnittsgelähmt bist und dann wie so ein Stück Kartoffelbrei im Rollstuhl sitzt. Das ist mein... Kannst du das gegenüber deinen Angehörigen verantworten, die dich dann pflegen müssen? Ja, ich meine, da muss man halt echt mal nicht nur an den Spaß denken, sondern halt auch mal daran denken, wen tut man dann dieses beschissene Schicksal eigentlich an? Sich selber, ja klar, aber die um dich drum rum sind, die haben da ja genauso an der Backe. Einfach mal hier so ein bisschen sagen, Moment, wenn ich da jetzt hängen bleibe und tot bin, ist es das wert? Nein. Jo, ey, geiler Verkehr hier. Ist das eine Autodemonstration? Habt ihr die angemeldet? Alter, ihr dürft nicht einfach so demonstrieren. Das ist voll illegal, so eine Autodemonstration unangemeldet. Wer ist hier euer Ansprechpartner? Voll krass, ey. Ja, wo waren wir denn am Anfang des Videos? Wir waren bei Lotto Toto Haus am Löwentor. Ja, hier ist das also, wo zumindest für Baden-Württemberg die Lottoscheine wahrscheinlich irgendwie verwaltet werden. Ja, also dieser wunderbare, naja, Prachtbau ist es jetzt auch nicht. Ja, da werden da in Stuttgart für Baden-Württemberg die Lottoscheine verwaltet. Interessant. Ja, da sind aber auch nicht die Millionen drin versteckt. Ja, also das lohnt sich jetzt nicht hier einzubrechen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt euch mal den Daumen nach oben und mir ein Abo und zu guter Letzt könnt ihr das ganze Video dann auch noch mit freundlichen Worten oder konstruktiver Kritik kommentieren. Und damit tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.